Guten Tag, liebe Leute. Ihr wisst, im Bundestag gibt es wichtige Debatten, spannende Debatten, bewegende Debatten. Es gibt aber leider auch relativ oft völlig behämmerte und bizarre Debatten. Aus dieser Kategorie stach besonders hervor die Debatte um die Cannabis-Teil-Legalisierung. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal. Damit ihr euch das nicht alleine reinziehen müsst, haben wir uns das Ganze reingezogen und mit den notwendigen Kommentaren versehen. Aber seht selbst. Wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz. Wieso müssen wir das tun? Kann es nicht so bleiben, wie es jetzt ist? Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz. Wir haben zunehmend Probleme mit Beimengungen. THC-Werte von 30-40% werden gemessen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Psyche der Konsumenten. 180.000 Cannabiskonsum belegte Delikte pro Jahr. Was auch immer wir tun, wir können so nicht weitermachen. Wir klären auf und wir erhöhen das Strafmaß für diejenigen, die bandenmäßig an Kinder und Jugendliche verkaufen, auf mindestens 2 Jahre. Weshalb diese großen Mengen? Weshalb 3 Pflanzen? Ist das nicht viel zu viel? Oder 50 Nein. Gramm pro Monat? Ist das nicht viel zu viel? Nein. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können. Denn sonst haben wir das gemacht, was in Holland nicht geklappt hat. Wir legalisieren und behalten den Schwarzmarkt. Das wäre die schlechteste Kombination, die wir machen könnten. Was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir 180.000 Verfahren pro Jahr. Wir haben Kontrolle. Wir kriminalisieren junge Leute, denen wir das Leben zerstören, weil wir sie nicht vor dem Schwarzmarkt und dem Drogenhandel geschützt haben. Das ist ein Thema für aufgeklärtes Denken. Bitte stimmen Sie für diese dringend notwendige Modernisierung unserer Cannabispolitik. Ja, da hatte der Kollege Lauterbach mal schlicht recht und offenbar sogar Ahnung vom Thema. Also scheint ihm jemand da wirklich mal ein ordentliches Briefing gegeben zu haben. Warum erforschen Sie nicht, warum fragen Sie nicht nach, warum die Jugendlichen zu den Drogen greifen? Das ist doch das Entscheidende. Die Drogenkriminalität wendet sich oft gezielt an junge Leute, um damit auch Abhängige für andere Drogen zu gewinnen. Viele junge Menschen wissen nicht, dass Cannabiskonsum für das wachsende Gehirn wie ein Gehirngift wirkt. Wir werden eine Aufklärungskampagne machen. Sie behaupten hier allen Ernstes, als Bundesgesundheitsminister, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also der größte Blödsinn, den ich hier gehört habe, das war dieser Wortbeitrag des Kollegen von der CDU-CSU. Das ist so hanebüchend, insbesondere in einer Partei, wo man sich im Bierzelt, insbesondere am Aschermittwoch, die Krüge in den Kopf stellt. Und sich jetzt hier so hinzustellen, das ist schon relativ absurd. Anstatt mal darüber nachzudenken, wie gehe ich damit um, wie schütze ich Jugendliche, wird hier ein wirklich, ich kann es leider nicht anders sagen, ein Bullshit erzählt, dass du dir wirklich nur noch die Kugel geben kannst. Herr Sorge, ich habe mit zahlreichen Mitgliedern des Ausschusses über dieses Thema ernsthaft gesprochen. Sie haben mich auf das Thema nie angesprochen. Ich bin von Ihnen vom Ausschuss zu diesem Thema nicht eingeladen worden. Sie sagen, das, was ich sage, sei Blödsinn. Das ist kein Argument. Ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Legalisierung dazu führt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht. Das sind die Daten, die wir aus Kanada haben. Das sind die Daten, die wir aus Colorado haben. Das sind die Daten, die wir von den Suchtforschern haben. Auch wenn Sie darauf keinen Wert legen, sondern die Dinge hier abpolemisieren, als wenn wir im Studentenparlament wären. Also auch wenn der Minister dieser wirklich abgerockten Ampelkoalition ist, finde ich, muss man auch als seriöser Oppositionspolitiker sagen, wo er recht hat, hat er recht. Und da bricht einem auch kein Zacken aus der Krone. Eigentlich wartet ganz Deutschland auf eine Krankenhausreform. Oder wie wäre es mit einer Pflegereform? Wir haben im Jahr 2000 Drogentote. Es ist ein Anstieg des Drogenkonsums zu verzeichnen. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst mit 25 abgeschlossen. Abgabe ab 18. Suizid
Depressionen, Psychosen. Und was sagt die Gewerkschaft der Polizei? Wir sind gar nicht vorbereitet. Der Kinder- und Jugendschutz. Die Präventionsgelder wurden von Ihnen gekürzt. Bei Ihnen kommt erst das Gesetz und dann irgendwann die Prävention. Denn wie will man den Heimanbau in irgendeiner Art und Weise einfach kontrollieren? Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Vom Energiebedarf mal ganz zu schweigen, den lassen Sie einfach mal unter den Tisch fallen. Wo soll das Cannabis ab 1.4. herkommen? Es gibt kein legales Cannabis ab 1.4. Ja, das war der erste richtige Satz in dem Beitrag der Kollegin Borchert von der CDU-CS-Fraktion. Wo soll das Zeug eigentlich herkommen zum 1. April? Also zumindest das ist eine berechtigte Frage, die auch nicht genügend begründet worden ist oder dargelegt wurde von der Bundesregierung. Da hat sie mal recht. Das muss ich so feststellen. Und dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Wollen Sie, dass hinter dem Schulhof Cannabis konsumiert wird? Das ist mit Ihrem Gesetz jetzt möglich. Die Menschen wollen Regeln, Sicherheit und Ordnung. Wir geben das Hanf frei. Die Kriminalisierung, anders als das hier eben anklagt, und der Schwarzmarkt, die verschärfen die Risiken des Konsums. Bei illegalem Cannabis, und das ist, was heutzutage konsumiert wird, weiß niemand, wie hoch die THC-Konzentration ist und welche Streckmittel enthalten sind. Es will niemand freiwillig schlechte Qualität oder gepanschtes Cannabis. Ja, da hat sie total recht, und das sage ich auch alle Fachleute. Das Problem ist doch, dass durch die Illegalisierung, wenn du das dort auf dem Schwarzmarkt kaufst, du weißt nicht, was für eine Scheiße ist dabei gemengt, was da drin, wie hoch ist die Dosierung oder anderes. Und deswegen könnte einem ja auch wirklich mal auffallen, dass diese Drogenpolitik der letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre vollständig gescheitert ist. Ich meine, muss einem doch mal irgendwie auffallen, wenn man mal ein bisschen mit offenen Augen durch dieses Land geht. Zusätzlich schaffen wir einen Durchbruch für Cannabis als Medizin. Dieses Gesetz kann nicht alle Probleme lösen. Ich bitte Frau Präsidentin, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie bitte, Herr Schneider. Frau Kappert-Gonter, Ihr Gesetz wird in zwei wesentlichen Punkten genau das Gegenteil von dem, was Sie damit gerne erreichen möchten. Auf den illegalen Cannabis-Plantagen dieser Welt werden jetzt schon Doppelschichten geschoben. Ja, man kann ab dem 1. April dann anbauen. Wer das tut, der wird vielleicht im Sommer das erste Mal was ernten. Das hat der Kollege von der AfD, glaube ich, relativ gut erkannt, dass wenn man anbaut, man eine gewisse Zeit warten muss, bis man ernten kann. Das ist wie beim Apfelbaum oder bei den Erdbeeren. Ansonsten relativ aufgeregt. Wenn Sie noch einen Beweis dafür gesucht haben, dass diese Europäische Union demokratiefeindlich, dysfunktional, für den Bürger tatsächlich im Endeffekt sogar schädlich ist. Hier man denkt, er redet von der AfD. Cannabis gibt es auch auf den Straßen Bayerns, Berlins und Baden-Württembergs. Dann wissen Konsumentinnen und Konsumenten, woher das Cannabis kommt, wie viel THC es enthält und wissen, dass es eben nicht mit gesundheitsschädigenden Substanzen versetzt ist. Bessere Situation von Patientinnen und Patienten. Für Apotheker entfällt zudem ein enormer bürokratischer Aufwand. Freiheit. Und weniger Bürokratie für Mediziner und Apotheken. Warum haben Sie sich eigentlich damit zufrieden gegeben, einfach nur zu verbieten? Mich erinnert das an die drei Affen. Nicht hinschauen, nicht hinhören, nicht Stellung beziehen. Wer nicht kriminalisiert wird, kann für Hilfe und Prävention erreicht werden. Endlich werden junge Menschen angstfrei Zugang zu Hilfeangeboten erhalten. Das ist wie mit dem Bier. Das wird auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Aber wenn man 10 Flaschen täglich davon konsumiert, ist das schädlich. Ja, das ist legal, aber es ist trotzdem schädlich. Ja, davon weiß wahrscheinlich die CSU in der Tat, wovon sie redet. Was für ein banaler Hinweis. Deswegen muss doch darum gehen, man könnte ja der CDU-CSU vorschlagen, in deren Logik müsste man ja den Bierkonsum verbieten und illegalisieren. Es muss doch darum gehen, dass die Leute vernünftig damit umgehen. Und dafür brauchst du halt Aufklärung, Hinweise und anderes mehr. Denn das will ich mal sehen, wenn man das weiterführt, beim Bierzelt der CSU das Bier zu verbieten. Eine wirklich, wirklich bemerkenswert irre Argumentation. Welcher Logik entspricht es denn, wenn man einen Straftatbestand abschafft,
weil die Straftaten überhand nehmen, weil etwas gesellschaftlich in Mode gekommen ist, machen wir das auch mit dem Diebstahl so. Rechtsstaat. Der Deutsche Richterbund hat errechnet, dass am Amtsgericht Köln 5 Richter ein ganzes Jahr lang nichts anderes machen werden, als alte Fälle aus dem Keller holen, aufmachen, statt neue zu bearbeiten. Ja, das ist durchaus möglich und es ist auch gut so, dass das gemacht wird, weil es ist absurd, dass sich die Justiz mit so etwas überhaupt beschäftigen muss. Und es gibt natürlich eine Logik, wenn ich die alten Fälle abgearbeitet habe, und in der Zeit das Ganze legalisiert wurde, werde ich in Zukunft ja gar keine Fälle mehr bearbeiten müssen in diesem Bereich. Aber das führt dann wohl doch zu weit, wenn man 3 Monate im Voraus nachdenken soll. Bürokratieabbau sieht anders aus. Zu behaupten, dass die Legalisierung von Cannabis Polizei und Justiz nicht entlasten würde, geht völlig an der Realität vorbei. Kula hat recht, ausnahmsweise. Sie haben angesprochen, dass 180.000 Fälle pro Jahr zu bearbeiten und teilweise auch zu verurteilen sind. Beim Diebstahl ist es viel mehr. Bei der Leistungserschleichung ist es viel mehr. Ja, beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, bei der Trunkenheitsfahrt, bei der Straßenverkehrsgefährdung, bei der Körperverletzung ist es viel mehr. Legalisieren wir das jetzt alles, dann haben wir nämlich weniger zu tun. Dann ist der Deutsche Richterbund blöd, dann ist die Vereinigung der Staatsanwälte blöd. Die sind alle blöd, weil die alle davor warnen. Dann sind die Justizminister der Länder blöd, weil die alle davor genau warnen. Dankeschön. Der Unterschied bei der Cannabis-Legalisierung ist irgendwie relativ offensichtlich, nämlich ich schade letztendlich nur mir selber. Bei einem Unfall, bei Körperverletzung, schade ich anderen. Und zwar offensichtlich, aber das scheint ein wenig zu komplex zu sein. Das war eine gute Arbeit hin zu einem modernen Cannabis-Kontrolliergesetz. Mit dem heutigen Tag und der Entkriminalisierung von Cannabis machen wir einen enormen Schritt. Das wird deutlich an dem Widerstand, an dem die Konservativen rummäkeln. Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten Sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in Ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzlügel anschauen? Jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben. Ich fand bis jetzt auf jeden Fall der sachlichste und beste Beitrag, der in dieser gesamten Debatte gehalten wurde. Ich muss es so sagen. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder. Mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht. Natürlich öffnen die ganzen Regeln beim Besitz, beim Anbau, bei der Entfernung jeder Kontrolle Tür und Tor. Unser Angebot, Herr Lauterbach, wir stimmen zu. Wir stärken Ihnen den Rücken. Dann wird der ein bisschen gerade. Dann halten Sie endlich das Versprechen ein und legalisieren Cannabis vernünftig. Schönes Wochenende. Also Genosse Göpiner fing stark an, blieb stark und endete übrigens auch stark. Ich muss es so sagen. Die bisherige Verbotspolitik, die wir im Land gehabt hatten, die ist jedenfalls gescheitert. Und darum ist richtig, heute hier einen neuen Weg einzuschlagen. Vielen Dank. Wenn man mit normalen Durchschnittsbürgern auf der Straße spricht, die Ampel, die streitet doch nur, die beschäftigen sich doch nur mit abstrusen Identitätsthemen, die niemanden interessieren, wie oft man sein Geschlecht wechseln kann oder wie man am besten kiffern kann. Sie machen unser Land zum Gespött der ganzen Welt. Sie versündigen sich an der Jugend. Wer sich zum Gespött macht, diese Frage müssen diejenigen beantworten, die das sehen. Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe. Ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal. Definitiv Treffer und vollständig versenkt mit diesem kleinen guten Beitrag. Dieses Bier haben wir damals gebraut und wir haben das in einer geringen Stückzahl auf einer Veranstaltung von uns getrunken. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich sage Ihnen auch eins, das Thema Alkohol und Zigaretten ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft.
Welche Droge wollen Sie eigentlich als nächstes legalisieren? Kokain, LSD, was ist das Nächste? Dieses Gesetz ist ein Geschenk für den Schwarzmarkt. Und das liegt daran, dass zukünftig ein Einzelner 25 Gramm Cannabis mit sich führen darf. Das sind 75 Joints. Für was muss ein Eigenkonsumierend 75 Joints mit sich tragen? Ihr Cannabis-Kontrollgesetz ist ein Dealer-Schutzgesetz. Sie haben gerade angesprochen, dass man jetzt die Dealer von den Konsumenten nicht mehr unterscheiden könnte. Jetzt bin ich Juristin und ich stelle mich schon die Frage, woher Sie die Kraft nehmen, das zu sagen. Denn zum Beispiel auch heute ist schon der alleinige Besitz von Cannabis, egal ob es 5 Gramm oder 25 Gramm sind, nicht ausreichend, um jemanden wegen illegalem Handel zu verurteilen. Es braucht immer noch andere Merkmale, wie zum Beispiel Tütchen oder Wagen, die damit dabei sind. Und das wird nach dem Inkrafttreten zum 1.4. genauso sein. Uns, die Polizei, die sagt ganz klar, sie schauen nach, wie viel haben die. Und es zeigt sich auch daran, dass bei geringen Mengen, das wurde auch vorher schon ausgeführt, die Verfahren eingestellt werden. Es ist absurd zu sagen, dass Menschen zukünftig 150 Joints bei sich daheim lagern sollen, um das selbst zu konsumieren. Das ist doch lächerlich zu sagen, dass das alles für den Eigenkonsum gedacht ist. Und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubatz wieder illegal. Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Also wir haben natürlich, auch wenn das Gesetz echt wirklich nicht perfekt ist, haben wir natürlich zugestimmt, weil diese Drogenpolitik so bemerkenswert gescheitert ist, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und man muss einfach gucken, auch so eine kaputte Ampelkoalition kann ja mal einen guten Tag haben. Und da muss man als Opposition auch gucken, wenn es sinnvoll ist, stimmt man dem natürlich zu. Und diese Debatte hat ein Grad an Wahn gezeigt, wo ich dem einen oder anderen, vielleicht dem Kollegen Pilsinger zum Beispiel, mal raten würde, von den 150 Joints, die er demnächst lagern darf, vielleicht mal einen zu rauchen.